Und ganz speziell für Topfgucker TV heute ein ganz simples Rezept. Das ist natürlich jetzt nichts für Chili-Esser und Kettenraucher, weil hier geht es um ganz, ganz edle, feine Aromen. Ja. Ganz simpel, wir kochen einfach Nudeln. Dann nehmen wir Wasser, ruhig kräftig salzen, weil dann kommt kein weiteres Salz mehr dazu. Weil das Gericht als solches wird heute gesalzen durch einen Schinken, das ist luftgetrockneter Rinderschinken, Bündnerfleisch quasi. Und da wir längliche Nudeln haben, bietet sich natürlich auch an, den Speck, den Schinken, in lange dünne Streifen zu schneiden, damit wir den dann besser mit aufrollen können. Das Auge isst den Happen mit. So, ich glaube bei der Portion Nudeln, die wir haben, reicht das schon. Bündnerfleisch aus Graubünden, deswegen auch der Name, man sagt es schon. Ach, weißt du was, ich nehme alles. Das ist so lecker, das Zeug. Ist eine echte Delikatesse, weil Schinken fast fettfrei aus der Rinderkeule gemacht. Ja, und ein Hochgenuss. Kann ich nur empfehlen. Habe ich mich verliebt, als ich in der Schweiz gearbeitet habe. Und es gibt nichts Besseres wie ein frisches Brot, dick Butter drauf und dann Bündnerfleisch. So, die Zucchini. Sollen wir die auch in Streifen schneiden? Und bietet sich an. Hat das was anderes vor. Wie gesagt, da wir hier nur wenige Minuten brauchen, wird alles sehr dünn geschnitten. Nichts braucht eine lange Garzeit, außer die Nudeln. Ist ganz einfach zu Hause nachzumachen. Die Zutaten gibt es überall zu kaufen. Trüffel vielleicht ein bisschen schwieriger, aber wer will, findet die Quelle. So, Zucchini haben wir, Bündnerfleisch haben wir. Dann können wir uns mal ein bisschen Trüffel auch in Streifen schneiden, der mit angeschwitzt wird. In dem Fall schneidet wir es etwas dicker wie gehobelt. Aus dem einfachen Grund, da wir den ja hitzen. Und dann obendrauf werden wir ihn ganz dünn hobeln. So, Trüffel, wie gesagt, ein Pilz, der unter der Erde wächst. Das ist jetzt ein regulärer Sommertrüffel. Alba hat es damit zur Weltruhm geschafft, weil dort der weiße Trüffel wächst. Weißer Trüffel liegt dann aber im Kilo um die 3.000, 4.000 Euro. Darf man aber noch nicht überschätzen, weil es ist wie ein Gewürz, wie Pfeffer, wie Safran. Ja, so, die Nudeln kochen. Oh, ein Vorgang, den jeder kennt. Erst wenn die fast fertig sind, beginnen wir mit dem Rest. Schwuppdiwupp. So, das ist die Vorbereitung, abgeschlossen damit. Jetzt könnten wir theoretisch schon wieder ein Glas Wein trinken. Aber ich habe was vergessen, ich will noch etwas Parmesan. Ähnlich wie mit dem Trüffel, hauchdünn hobeln, weil die Konsistenz zwischen Parmesan und einem Trüffel ist eigentlich ähnlich. Ja. So, herrlich. Boah, das wird ein Essen. Die sind natürlich unterschiedlich. Ne? Einige sind ein bisschen weicher, einige ein bisschen fester. Ja, den werden wir dann drüber hobeln. Macht mal eine Probe, sehr schön. Ach, herrlich. Wie gesagt, eine Trüffel, so wie alle Pilze, kann man auch roh essen. Das Aroma entfaltet dann natürlich durch Fett. Deswegen gibt es auch Trüffelöl zu kaufen. Weil wenn Trüffel in Öl eingelegt wird, dann gibt es einfach mehr Geschmack, mehr intensiveren Geschmack, aber für den Biss und für die Optik holt man auch ganz dünn roh drüber. Geht auch mit Steinpilzen, ganz kleine feste Steinpilze, köstlich. Ja, die schwere Zeit des Wartens, ich bin ja kein Freund von. So, jetzt nicht erschrecken, da sieht es da relativ viel Butter aus, aber dafür gibt es auch nichts dazu. Das ist das einzigste Fett im ganzen Essen, es ist Geschmacksträger, es ist Energie. Es sind Vitamine drin und aus dem Grund nehmen wir ein bisschen reichlich Butter. Es gibt also Spaghetti Carbonara hat 1000-mal mehr Fett. So, und zuerst kommt der Trüffel rein, ja, damit das ganz einfach sich ein bisschen entfalten kann, das Aroma. Schade. Zum Glück, deswegen muss man bei Nudeln so viel Wasser reinmachen, ne? Damit wenn man das überkocht, die nicht gleich im Trocknen legen. So, ich bin kurz weg, hol ein Tuch. Ich bin 43, ich schäme mich für nichts mehr und nicht machen. Und was mir passiert. Und darf man was überkochen, wenn das wird jeder verstehen. Oh, man riecht das herrlich. Butter und Trüffel, ne? Also Trüffel ist was Spezielles, muss ich zugeben. Es gibt welche, die schmecken es gar nicht, wie gesagt, ne? Chili-Genießer und Kettenraucher. Und es gibt welche, die schmecken es und sagen, ist nicht mein Ding. Und es gibt eben die, die sagen, boah, Trüffel. Ja. Ich persönlich finde es klasse. So. Das nächste, was ein bisschen Aroma-Entfaltung braucht, ist das Bündnerfleisch. Also das als nächstes dran. So, und noch sieht man ja ein bisschen Butter, aber durch die Nudeln wird die gleich komplett aufgenommen.
So, wie gesagt, wichtig ist nicht zu heiß. Dann die Zucchini dazu. Wie gesagt, Zucchini ist ein Kürbisgewächs, hat kaum Vitamine, aber sieht halt schön aus. Streckt das Ganze ein bisschen. Geschmacklich in dem Fall natürlich null Wirkung, weil Trüffel und Bündnerfleisch sind einfach mal intensiver. So, letzter Test. Zeit zum Sieb holen. Zielgerade. Nudeln abgießen. Wasser. Kurz ausdampfen lassen. Damit trocknet die Oberfläche etwas ab, wird wieder rau und nimmt mehr Geschmack und alles andere auf. So, das war's schon. Kann ruhig mehr drauf machen, ich muss ja nicht teilen. Ne? So, und jetzt zuerst den Käse, jetzt den Trüffel. Ja. Wenn der Trüffel Mode hat oder Saison hat, geht es mit den Kräutern natürlich langsam zu Ende. Es wird Herbst, aber ein bisschen was wächst immer noch. So, und für die Optik, die spielen natürlich ernährungstechnisch keine Rolle, aber der Mensch freut sich über Grün. Aus dem Grund noch etwas, ein paar Kräuter. So, fertig. So, das ist das Ruckzuckgericht. Nicht für alle Tage, muss ich zugeben, weil es noch ein bisschen preisintensiver ist. Ist aber ein Hochgenuss, weil frische Nudeln, Bündnerfleisch, Trüffel, Butter, Parmesan, das sind also nur Brüller, die aber geschmacklich auf einer Ebene liegen. Und deswegen bin ich jetzt froh, dass ihr am Fernseher seid und nicht hier, weil da kann ich es alleine essen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.